Hallo zum neuen Video. Heute geht es um Drohnen-Gadgets und zwar im Genauen geht es um einen Propeller-Transportschutz für euren Kopter. Da ich ja die Mavic 2 RS habe, zeige und stelle ich euch meinen Schutz vor. Aber einen solchen Transportschutz gibt es auch für die Mavic Mini-Reihe und die Mavic. Eigentlich sollte dieses Video mein erstes Shorts-Video werden auf diesem Kanal. Aber ich finde, dass die Halterung, die ist so gut, dass eine Minute zum Vorstellen nicht wirklich reicht. Wieso so ein Schutz? Ist bestimmt die erste Frage, die sich jetzt manche von euch stellen. Nun, wenn man den Kopter in die Tasche steckt und die Propeller so lose daran rumbaumeln, da kann dann schon mal schnell so ein Propeller, kann dann was abbrechen oder ein Haarriss reingehen und im schlimmsten Fall sogar komplett brechen. Dieser Schutz macht den Kopter noch kompakter und transportfähiger. Man kann ihn sogar dann in die Jackentasche zum Beispiel stecken, ohne dass man Angst haben muss, was kaputt zu machen. Beim Auspacken merkt man schon, dass es sich um gutes Material handelt. Der Gummi oben, der den Kopter umspannt, ist schön breit und sehr weich, sodass auch unter Spannung beim Zumachen nichts an dem Propeller kaputt gehen kann. Es ist absolut passgenau und die Propeller werden in keiner Weise eingeknickt, wenn man die Halterung dran hat. Die Schale an der Unterseite ist aus Hartplastik und farblich perfekt zur Mavic abgestimmt. Die Form wurde so gegossen, dass sie sich komplett an die Mavic anpasst. Sie ist sogar vorne ein bisschen gerippt, sodass sie an dem Kühlelement des Kopters sehr gut passt und sitzt. Dadurch kann die Halterung dann auch keinen Millimeter verrutschen nach links oder rechts. Auch da wurde die Form so gestaltet und hergestellt, dass auch die, wie oben die Propeller, nicht leicht gebogen werden. Das Auf- und Zumachen geht absolut spielend einfach und erklärt sich fast von selbst. Außer man ist manchmal ja so ein bisschen schusselig wie ich. Beim ersten Mal dran machen habe ich es verkehrt rum dran gemacht. Die Plastikseite auf den Kopter. Als ich es dann gemerkt habe, den Fehler, setzte ich die Plastikschale dann unten an, aber auch da verkehrt rum wieder. Naja, ohne Worte, das sind halt manchmal so Sachen laut meiner Frau, die genau zu mir passen. Aber wie gesagt, das Anbringen geht spielend einfach und es sitzt ohne, dass der Kopter strapaziert wird und die Propeller unter Spannung stehen. Mit dieser Halterung ist man immer auf der sicheren Seite beim Transport. Es gibt sie auch natürlich für andere Kopter auch. Ich werde ein paar gute Links dazu unten reinmachen in die Videoinfos dann. Also ich bedanke mich wieder für das Dabeibleiben und ich denke, es ging auch schnell und ich habe das Video nicht unnötig in die Länge gezogen. Danke für das Abo und das Like zu diesem Video, das ihr da lassen werdet. Hoffe ich zumindest. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Costa. Macht's gut. Tschüss.